Du liebst die Nordsee, weißt, wie wichtig all unsere Meere sind und willst sie schützen? Vor Plastikmüll zum Beispiel, denn davon gibt's immer noch viel zu viel. Gotback, eine Firma aus Mainz, kümmert sich darum, dass das Zeug eingesammelt wird. Nicht hier, sondern in Indonesien. Da ist das Problem noch viel größer und da landet auch so mancher Plastikmüll aus Europa. Bei Cleanups haben sie dort inzwischen 1 Million Kilo Plastik eingesammelt und so dem Meer etwas Gutes getan. Was machen die von Gotback mit dem eingesammelten Zeug? Ocean Impact Plastic nennen sie das. Sie verwerten es, machen daraus richtig coole Sachen. Rucksäcke, Koffer, Taschen, stylisch und total angesagt. Damit unterwegs zu sein, ist ein Statement. Gotback, weltweit der erste Rucksack, der aus Ocean Impact Plastic hergestellt ist. Guck dir gleich mal die Kollektion an. www.got-bag.com. Mit dem Code Nordsee10 bekommst du zurzeit 10% Rabatt. Dann bist du stylisch unterwegs und unsere Meere freuen sich. Das war Werbung. Und jetzt geht's direkt zum Nordsee-Podcast. Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Feening, Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin und herzlich willkommen zur 189. Folge des Nordsee-Podcasts. Mein Name ist Bärbel Feening und ich nehme dich hier im Podcast Woche für Woche mit ans Meer. Ich drehe seit vielen, vielen Jahren zwischen Borkum und Sylt Filme und habe ein dichtes Netzwerk entlang der Küste und stelle dir hier im Podcast einen Menschen vor, der an der Nordsee zu Hause ist, der dort arbeitet, der dort lebt, der sich dort um Gäste kümmert. Und auf diese Art und Weise nehme ich dich einfach mit ans Meer und schenke dir einen Meermoment. Heute gehen wir direkt an den Strand und es ist dabei ganz egal, ob das auf Borkum ist oder auf Sylt, ob das in Neuharlingersiel ist oder in St. Peter-Ording oder an einem der zahlreichen anderen Strände bei uns im Norden. Denn an ganz unterschiedlichen Orten entlang der gesamten Nordseeküste sind in den vergangenen Jahren vermehrt Seepferdchen angespült worden. Was hat das zu bedeuten? Seepferdchen gibt es eigentlich seit vielen, vielen Jahrzehnten schon nicht mehr in der Nordsee. Warum sind sie plötzlich wieder da? Einer, der auf diese Fragen eine Antwort sucht, ist Dr. Hermann Neumann vom Thüneninstitut in Bremerhaven. Ein Meeresbiologe, der eigentlich einen anderen Schwerpunkt hat, aber aufgrund der aktuellen Situation sich jetzt mit Seepferdchen beschäftigt. Und du kannst ihn bei seiner Forschung unterstützen. Denn Hermann Neumann kann nicht die ganze Zeit an den Stränden unterwegs sein und nach angespülten Seepferdchen Ausschau halten. Aber jeder, der seinen Urlaub am Strand verbringt und spaziert und vielleicht ein Seepferdchen findet, der kann ein Foto machen, den Fundort markieren und das Ganze auf die Seite beachexplorer.org hochladen. Und wenn du eine kleine Tüte dabei hast, kannst du das sogar im nächstgelegenen Nationalparkhaus abgeben. Aber das erklärt Hermann Neumann selbst alles viel besser. Und er erzählt auch von dem besonderen Moment, als er das erste Mal ein lebendiges Seepferdchen im Netz hatte. Moin, Hermann. Hallo, Bärbel. Wann warst du denn zuletzt am Meer? Am Meer? Jeden Tag. Ich wohne direkt hinter mir. 500 Meter bis zum Deich. In Bremerhaven? In Fremen. Ist ein bisschen nördlich, kleines Dorf. Sehr schönes kleines Dorf. Ja, kennst du. Ja, ich kenne die gesamte Küste. Ja, okay. Mann. In Fremen habe ich auch schon gedreht. Da ist doch das Wurster, das ein Museum ist da, ne? Ja, wir haben ein Muschelmuseum und ein Krabbenmuseum. Und ein Krabbenmuseum auch noch, genau. Ja, ganz kleine Museen, die aber sehr liebevoll ehrenamtlich betreut werden. Das ist tatsächlich auch eine schöne Sache. Und gibt es in Fremen nicht auch immer Röhrkohl? Ja, genau. Das habe ich auch mal gedreht, Röhrkohlernte. Ja, und ich bin tatsächlich, habe ich dann gelernt, als ich hergezogen bin, als Fremer Bürger, habe ich die Genehmigung, Röhrkohl zu stechen. Das darf nicht jeder.
Aber Röhrkohlzeit ist im Herbst oder so, ne? Ja. Das hatte ich tatsächlich vergessen. Dazu können wir auch nochmal eine Folge machen irgendwann. Wir beide sind verabredet, weil du auch richtig viel mit der Nordsee zu tun hast. Du bist Meeresbiologe, arbeitest fürs Thüneninstitut. Genau. Und kümmerst dich um die Seepferdchen, Hippocampus hippocampus, die neuerdings in der Nordsee zu Hause sind. Sind sie da zu Hause oder warum werden Seepferdchen angespült? Ja, also ob sie hier zu Hause sind oder bald zu Hause sein werden, das ist genau die spannende Frage, die wir eigentlich untersuchen wollen. Also zunächst mal haben wir ein Phänomen festgestellt, das waren eben die vielen Strandfunde. Das ging so ein bisschen durch die Presse, aber noch aufregender zumindest für mich oder uns, meinen Kollegen, dass wir auf einer Reise selber auch draußen lebende große Seepferdchen gefunden haben. Ja, im Grunde war das so ein bisschen der Startpunkt der ganzen Initiative. Ja, machen wir Schritt für Schritt. Wann und wo habt ihr große Seepferdchen gefunden? Das war 2020 auf einer unserer, also um das ein bisschen einzuordnen, wir waren nicht auf der Suche nach Seepferdchen, sondern auf einen unserer Standard-Surveys, die wir jedes Jahr durchführen, eine Seereise, um in dem Fall an der Küste nach Plattfisch-Nachwuchsjahrgang zu gucken. Und da sind uns bei Norderney und in der Helgoländer Bucht tatsächlich gleich zwei Seepferdchen in dem Jahr 2020 im Herbst ins Netz gegangen. Und das Witzige an der Geschichte war, dass der Kollege, der mich dort mitgenommen hat auf die Reise, sogar vorher noch geunkt hat, oh mein Gott, jetzt werden wir Seepferdchen finden, aus Spaß. Das kam auf, weil irgendwie in der Presse stand, dass irgendwie ein Junge in Borkum beim Keschern im Hafen ein Seepferdchen gefunden hat. Wie habt ihr reagiert, als ihr die Seepferdchen im Netz hattet? Wie junge Schulkinder. also tatsächlich auch ein bisschen was Aufregendes. Also das ist ein Survey, der seit den 70er Jahren durchgeführt wird und nicht einmal wurden Seepferdchen gefunden. Also das spricht schon mal ein bisschen für die Besonderheit. Ich bin selber auch sehr viel auf See bei uns an den Küsten. Ich habe noch nie eins gesehen und so hatten wir die dann plötzlich ja auch lebend in der Hand irgendwie und das ging nur so, nimm du sie, hast du sie und ins Wasser und schnell wieder über Bord auch, damit sie überleben. Und wir haben dann auch quasi alles falsch gemacht, was wir heute von unseren Bürgern sozusagen in dieser Citizen-Science-Kampagne verlangen. Also ein vernünftiges Foto machen mit Maßstab, all das hatten wir vergessen. Ihr habt kein Foto gemacht? Doch, wir haben ein Foto gemacht. Das war dann allerdings so schlecht, dass wir noch nicht mal eine vernünftige Artbestimmung im Anschluss machen konnten. und der Maßstab fehlte halt eben auch. Also die habe ich im Nachhinein vermessen. Das ist so ein bisschen unsere Aufgabe in dieser Citizen-Science-Kampagne, die Vermessung der Tiere anhand meiner Fingerbreite. Mein Finger war mit auf dem Bild und das habe ich dann als Maßstab genommen. Und wie groß war das lebendige Seepferdchen, so ungefähr? Das hat 12, 13 Zentimeter tatsächlich. Okay, ich weiß wenig über Seepferdchen, nur dass sie total süß sind einfach. Ja, und, genau. Ja, so und irgendwie geht einem das Herz auf, wenn man was von Seepferdchen hört. Ja. Okay, dann hattet ihr zwei große Seepferdchen. Wo sind die denn normalerweise zu Hause, dass es so etwas Besonderes ist, dass sie jetzt in der Nordsee anzutreffen sind? Sie sind auch in der Nordsee zu Hause tatsächlich. Also wir haben dann viel recherchiert, also überhaupt ist diese ganze Seepferdchengeschichte, die größte Detektivarbeit meiner Karriere, glaube ich. Also das war aber allerdings gar nicht so schwer herauszufinden, wo sie ursprünglich zu Hause sind. Also im Englischen Kanal bei uns, das gehört ja auch schon zur Nordsee, da gibt es tatsächlich schon immer größere Populationen und vor England auch. Und das ist dann auch ein bisschen nachher ein Teil der Geschichte oder des Erklärungsansatzes, den wir bisher haben. Weiß man denn, weshalb Sie seit den 70er Jahren nicht mehr in der Nordsee zu Hause waren? Also was brauchen Sie, um überleben zu können? Oh, da sprichst du auch gleich ein ganz empfindliches Thema an. Da kann ich dann gleich richtig lange referieren. Ja, bitte. Denn du sagst seit den 70ern nicht mehr da. Also das ist erstmal der Beginn unseres Surveys oder unserer Seereise gewesen. Wir wissen also verlässlich, dass seit den 70ern wir sie nicht gefunden haben. So. Die Geschichte, die dann auch ganz häufig von Journalisten in Zeitungsartikeln so aufgegriffen wurden, war, dass sie seit den 30er Jahren bei uns ausgestorben sind an der Küste. Und das hat man in Verbindung gebracht mit dem gut dokumentierten Zerfall, nenne ich es mal, von Seegraswiesen. Also die mögen Seegraswiesen oder leben in Seegraswiesen, weil sie sich da festhalten könnten, Versteck haben und alles drum und dran. Also in den natürlichen Habitaten sind häufig auch solche Strukturen als Habitat zu finden. Das war dann aber so, also wir konnten nicht richtig
nachvollziehen, beziehungsweise unsere Detektivgeschichte hat uns nicht so weit gebracht, dass die in den 30er Jahren auch hier waren. Also wissenschaftlich ist dieser Verlust von Seegraswiesen, das war eine Pilzinfektion damals, sehr, sehr gut belegt. Das betraf nicht nur unsere Küste, sondern den ganzen Nordatlantik sind hier die Seegraswiesen stark zurückgegangen durch diese Pilzinfektion. Und irgendwer hat dann diesen Schluss gezogen, okay, seitdem haben wir auch keine Seepferdchen mehr. Und ich habe das ein bisschen despektierlich dann im Nachgang immer so ein bisschen als Küstenmärchen bezeichnet, weil das sich hartnäckig hielt und jeder Journalist das sozusagen aufgegriffen hat, weil das mal irgendwo stand. Und das war dann immer Teil, ohne dass ich das jemals erwähnt habe, Teil dieser Zeitungsartikel. Das stimmt, das habe ich auch gelesen im Vorfeld, dass es überall steht. Ja, genau. Das ist total witzig. Aber ich will es auch gar nicht so abtun. Also das ist noch Teil der Detektivgeschichte. Was wir halt dann gemacht haben, ist zum Beispiel die Experten, so wie wir, die sich damals um Fischbestände gekümmert haben, die haben ja wissenschaftlich veröffentlicht und da gab es halt irgendwie auch tatsächlich welche in den 30er Jahren schon. Der Herr Ehrenbaum zum Beispiel, der war im Prinzip der Chef von so einem ähnlichen Institut, wie wo ich heute arbeite, und der hat wissenschaftliche Veröffentlichungen rausgebracht und hat im Prinzip da drinnen geschrieben, das Gleiche wie heute eigentlich Fakt ist. Seltener Ölgast in der Nordsee, höheres Vorkommen im Englischen Kanal, das steht alles in den 30er Jahren schon in seiner wissenschaftlichen Publikation. Und insofern mussten wir das natürlich erstmal, weil als Wissenschaftler muss ich mich ja auf wissenschaftliche Ergebnisse stützen, musste ich das erstmal dann auch so abtun oder wir. Aber im Zuge dieser Kampagne, die wir dann gestartet haben, hatte ich unglaublich viele Eingänge an Seepferdchenfunden und Geschichten, also viele Geschichten von älteren Herren und Damen, die teilweise die Seepferdchen sogar noch haben, bündelt sich alles so ein bisschen in den 70er, 80er Jahren, die sagen, die waren da draußen, also konntest du mit dem Kescher fangen und in Schwärmen, also ganz witzige Geschichten von einem Herrn auf Sylt, der als Kind dort war mit seiner Klasse, und dann die haben so viel Seepferdchen gefunden, dass er und sein Freund haben die dann genommen und die anderen verbuddelt, damit die Klassenkameraden keine mehr bekommen und so. Also lauter so Geschichten, die in eine ähnliche Richtung gehen, was vermuten lässt, dass es schon mal Seepferdchen hier gab oder zumindest viel gefunden worden, so viel wie heute. Ich habe ja keinen Grund, den älteren Damen und Herren nicht zu glauben. Muss mich natürlich erstmal, wenn wir dann bis in die 30er Jahre zurückgehen, auf die wissenschaftliche Literatur verlassen. Aber diese Geschichten sind da und mit den Beteiligten an der Kampagne wollen wir das sogar so ein bisschen so mit Interviews und das irgendwie versuchen einzuordnen, weil ich habe ungefähr 15 Hinweise darauf, dass so zwischen den 60er, 70ern, teilweise auch noch in den 80er Jahren Seepferdchen gefunden wurden. Ja. Das ist ja total spannend und auch toll, dass die Leute sich an dich gewandt haben, also der Herr mit dem Sylter Beweis sozusagen. Ist ja vielleicht auch eine Idee, mal alte Wattführer anzusprechen, zum Beispiel Heino auf Jüst. Das ist ja ein wandelndes Wattenmeer sozusagen. Der weiß bestimmt etwas. Ja, also wir hatten dann auch einen Fernsehbeitrag. Daraufhin hat ein Helgoländer gesagt, ach, vor Helgoland haben wir immer Seepferdchen gefunden. Und diese Wattführergeschichte ist auch eine kleine Story, weil wir wissen unter anderem, dass teilweise damals auch sozusagen als Giveaways für die Kundschaft Seepferdchen verteilt wurden von den Wattführern. Aber da gibt es auch die Geschichten, dass die wohl keine Heimischen waren, sondern dass das irgendwie importierte, getrocknete aus was weiß ich waren. Das kann man auch nicht mehr so gut nachverfolgen. Aber tatsächlich von dem Herrn, von dem du gerade erzählt hast, habe ich jetzt auch schon viel gehört. Also wir suchen noch nach genau diesen Geschichten, um das irgendwie so ein bisschen auszuschmücken und dann auch auswerten zu können. Ich habe auch also noch eine Geschichte von diesen historischen Funden, ist eine hier direkt im Nachbardorf in Mulsum, ist eine Dame, eine ältere Frau Brinkmann, durch Facebook auf uns aufmerksam geworden, auf die Kampagne, und die hatte ihr altes Seepferdchen aus den 60er Jahren noch, als sie ein kleines Kind war, hatte sie noch in einer Koralle sitzen, also das sitzt da seit 50 Jahren oder 60 Jahren, sitzt das irgendwie in ihrer Koralle als Zierde, und das hat sie mir dann zu Forschungszwecken zur Verfügung gestellt. Das war also extra, haben wir dann eine Übergabe gemacht am Institut. Du musst aber vorsichtig mit sein, das ist ja wirklich ein Schatz.
Also. Das ist ein totaler Schatz. Und sie sagt irgendwie, ich gebe dir das jetzt gerne irgendwie so, weil ich glaube nicht, dass meine Kinder daran Interesse haben und dann kommt es nachher noch weg und so. Aber sie hatte dann sogar noch Fotos, als sie ein Kind war, von dieser vom Sylter Strand. Sie hatte sogar noch die 20-Pfennig-Fahrkarte von der Zugfahrt dahin. Also auch eine total rührende Geschichte. Also das war total schön. Wer weiß, was für Rückmeldungen du nach dieser Podcast-Folge kriegst, wenn wir am Ende dazu aufrufen, dir Seepferdchen-Geschichten zu schicken und Seepferdchen Weise. Sag mal, wo sind denn jetzt Seepferdchen überall angespült worden? Du hast gerade gesagt, ein Junge auf Borkum und euch selbst ist es in der Nordsee. Wo war das ungefähr? Habt ihr welche gefunden und wo sonst gab es Funde? Das war tatsächlich vor Norderney in tieferen Gewässern und in Helgoländer Bucht auch tiefere Gewässer. Das ist dann schon anders, weil auch lebend zu unterscheiden von den Strandfunden. Aber diese Strandfunde, die sind wirklich massiv gewesen. Also das ist wirklich eine richtige Auffälligkeit. Und das hat im Prinzip vor der ostfriesischen Küste, sagen wir mal Borkum, angefangen. Und hat sich dann, muss ich kurz überlegen, 22 auch bis zur nordfriesischen Küste hochgezogen, wo dann auch Strandfunde gemacht. Da hatten wir erst keine. Das war so ein bisschen komisch. Gehört aber auch ein bisschen mit dann zu der ganzen Erklärung, die ich dann nochmal erläutern kann, wie wir uns das jetzt zurzeit vorstellen, warum die hier sind. Und auffällig da war auch, dass das alles, wie gesagt, ich habe die Tiere vermessen dann, Größenvermessung gemacht und die Strandanspülungen waren in der Regel juvenile Tiere, also Babys. Die waren sehr viel kleiner als die Tiere, die wir draußen gefunden haben. Oder auch weiter später draußen gefunden wurden. Also Kollegen haben dann tatsächlich auch 21 und 22 draußen vereinzelt größere Tiere gefunden. Die Strandanspülungen waren meistens kleine Babys. Und erst vor der ostfriesischen Küste, später dann auch nordfriesische Küste. Das ist ja so, wie die Strömung ist doch im Grunde, ne? Strömung. Strömung ist das ganz wichtige Thema hier. Erzähl mal, was habt ihr denn für eine Erklärung dafür, weshalb die Tiere da sind? Also tatsächlich müssen wir erstmal zwischen zwei Sachen unterscheiden. Wo kommen sie her und warum sind sie hier und bleiben sie hier? Das sind im Grunde genommen die zwei Fragen oder drei, die wir uns erstmal so auch gestellt haben. Und ich finde mittlerweile, warum sie hier sind, warum das jetzt gerade stattfindet und gefunden werden, ist uns eigentlich relativ klar. Also wir glauben, dass die aus ihren Populationen, wo sie heimisch sind, also im Kanal, dass sich die Populationen dort sehr gut entwickelt haben. Das belegen auch tatsächlich die internationalen Kollegen und Seereisen, die sie dort unten machen. Also da ist unten mehr geworden. Und wie du gerade schon sagtest, die Strömungen vom Kanal ziehen ja an der Küste entlang, gehen dann auch an der nordfriesischen Küste hoch, bis oberhalb Sylt, das ist der Jutlandstrom. Also eigentlich folgen die Funde, die wir gemacht haben in den letzten Jahren, dann auch mit zur nordfriesischen Küste, folgen eigentlich den Strömungen. Und wir glauben, weil es eben ja auch viele kleine sind, an einen sogenannten Spillover-Effekt oder einen Vertriftungseffekt, dass die von hier unten mit den Strömungen angespült werden oder hochgetriftet werden als kleine Tiere. Und so ein bisschen dafür spricht auch, dass tatsächlich die meisten Funde, das ist mittlerweile auch relativ evident, in der Sturmsaison sind. Also die können sich dann einfach leider nicht halten und werden angespült. Die halten sich mit ihrem Kringelschwanz, ja, nennt man das so, an Seegraswiesen normalerweise fest. Aber gibt es überhaupt Seegraswiesen in der Nordsee? Gibt es doch gar nicht, oder? Gibt es gar nicht. Also gibt es noch vereinzelt, aber nicht in dem Ausmaß, als dass es jetzt diese Seepferdchengeschichte erklären würde. Also die sind sich eben zum Beispiel, ich weiß von kleineren Regenerationen bei Sylt, also gerade da, wo sie auch dann erst eigentlich sehr spät gefunden wurden. Von der ostfriesischen Küste weiß ich das nicht, aber auch nicht in einem Ausmaß, wo man jetzt sagen würde, da entsteht gerade Riesenrasenflächen unter Wasser, wo die Tiere dann eben leben können. Es gibt aber auch so ein paar Spekulationen gab es. Es gab ja auch noch so eine eingewanderte Art. Das muss ja nicht Seegras sein. Die halten sich mit ihren Ringelnatz. Echt? Auch ist der friesische Begriff für diesen Ringelschwanz. Und danach hat sich Ringelnatz benannt, weil er so ein Seepferdchen war. Ja, das ist auch so eine schöne kleine Nebengeschichte. Der hat ja auch ein paar nette Gedichte über Seepferdchen geschrieben. Der war so ein Fan, dass er sich damals Ringelnatz genannt hat. Ist ja witzig. Wieso war Ringelnatz ein Seepferdchen-Fan? Ich weiß so wenig über Ringelnatz gerade. Ich weiß nur, dass er auch ein Meer-Fan war. Also wahrscheinlich eine ähnliche Faszination, wie wir heute haben für die Seepferdchen. Ja, genau.
Gut, eine andere ausgestorbene oder eine andere Art, sagtest du, das ist Bärentang, ist das richtig? Genau. Der wurde dann ein bisschen damit in Verbindung gebracht, aber auch dort haben wir jetzt nicht diese ausgedehnten Flächen, wo man sagen würde, okay, die sind plötzlich da in Hektargröße und fördern das Vorhandensein von Seepferdchen. Konnte man sich so nicht erklären. Es gibt noch ein paar andere, noch verrücktere Sachen. Aber wir sind jetzt auch in dem Thema, haben Sie die Möglichkeit, hier zu bleiben? Erstmal ist es ja so, Sie werden nur aus Ihren Stammpopulationen, englischer Kanal, hierher getriftet. Mhm. Das heißt ja noch gar nicht, dass Sie hier bleiben. Das ist dann die zweite Frage, die wir gerne beantworten wollen, aber eigentlich noch nicht können. Wir wünschen uns sehr, sehr, dass wir hier dann bald reproduzierende Populationen haben, die hier wirklich eine Heimat haben. Bisher sehen wir eigentlich nur diesen Vertriftungs- oder Spillover-Effekt. Das ist auch nichts super Ungewöhnliches. Es gibt eine verwandte Art des Seepferdchen, das ist eine Schlangennadel, das ist sozusagen ein langgezogenes Seepferdchen. Da gab es so einen Effekt, wann war das denn, 2007 bis 2011 so ungefähr den Zeitraum, dass auch dort die Populationen in die Höhe geschossen sind und plötzlich fand man im ganzen Nordatlantikraum sogar unglaublich viele von diesen Tieren. Also dass Populationen sich gut entwickeln und dann sozusagen deswegen Spillover sozusagen aus den Populationen emigrieren, weil der Jahrgang dort so stark ist, ist eigentlich ein gängiges Phänomen in der Natur. Mhm. Jetzt ist es natürlich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, weil es Seepferdchen sind. Bei der Schlangennadel hat man damals nicht so viel. Genau, so ist das halt im Leben. Ja, so ist das. Was würden Sie denn sonst noch brauchen, um zu überleben? Also was für eine Wassertemperatur oder was müsste die Nordsee haben, damit Seepferdchen hier heimisch werden könnten? Also ich glaube, dass wir sind jetzt im Bereich der Hypothesen. Mhm. Da ist jetzt nicht viel Beweis, aber ich glaube, ganz wichtig ist das Habitat. Also die müssen sich schon irgendwo verstecken, festhalten können, eine Umgebung haben, wo nicht die ganze Zeit Stürme durchdonnern und so, weil das halt fragile Tiere sind, klein, keine guten Schwimmer. Also es ist tatsächlich so, dass dieses Festhalten mit dem Schwanz ist schon irgendwie auch so ein Charakteristikum. Ne? Ich glaube, Nahrung und das alles, ich weiß auch nicht, ob du Temperatur jetzt wegen Klimawandel ansprichst, das haben wir eigentlich auch ausgeschlossen. Das ist nicht das Thema hier in dem Kontext. Mhm. Ich glaube, es geht tatsächlich um ein vernünftiges Habitat. Und da hoffen wir natürlich auf Regeneration von Seegraswiesen als mögliches Habitat. Eine etwas verrücktere Hypothese sind auch die Windparks draußen. Ne? Also die sorgen ja auch für ganz anderes Habitat, als wir hier normalerweise haben. Und da entwickeln sich auch ganz andere Natur, sage ich mal. Innerhalb der Windparks, weil da keine Schiffe unterwegs sind? Das zum einen, also keine Fischerei, das ist alles ausgeschlossen, aber viel mehr. Wir haben ja, muss man sagen, vor unseren Küsten haben wir eigentlich öden Sand und Schlickboden. Das ist relativ monoton und einseitig. Und immer wenn da Struktur in solche Habitate reinkommt, wie der zum Beispiel bei den Windparks, da werden ja die Foundations, wie heißt es denn? Also Die Gründungen, die werden ja mit Steinen ausgeschüttet. Ne? Und man kann wirklich sagen, dass dort Riffe entstehen. Das sind, wie wir auch natürliche Riffe, beispielsweise im Sylter Außenriff, Bock im Riffgrund haben. Also da durch Steine entsteht Struktur, dort können sich Tiere verstecken. Mhm. Das gilt nicht nur für Seepferdchen, sondern auch für anderen Jungfisch. Wir wissen, dass da ganz viel passiert mit Taschenkrebsen, Hummern. All die finden dort Versteck, ganz viel Aufwuchs auf den Steinen, den wir sonst in der Nordsee nicht haben. Da passiert schon eine ganze Menge und das passt zeitlich, sage ich mal, jetzt gerade auch besser zu den Seepferdchen. Ist ein bisschen verrückte Hypothese, alles Hypothese, das ist nicht bewiesen. Ich kenne viele Videos aus diesen Bereichen, ich habe dort nie ein Seepferdchen gefunden. Das wäre mein nächstes berufliches Highlight, wenn ich das mal finden würde, aber so Sachen sind aus Italien bekannt. Also ich sagte ja, wir haben viel recherchiert. In Italien, im Mittelmeer, gibt es mehr Seepferdchen, auch mehr Arten. Und dort hat man festgestellt, dass auch menschliche Strukturen gut angenommen werden von denen. In dem Fall ging es weniger um Windparks als denn um Aquakulturstrukturen. Da kann man sich das auch ganz gut vorstellen. Das sind ja meistens so, sag ich mal, Seile, Fäden, die im Wasser hängen. Dort halten die sich dann eben auch fest. Aber ich halte es tatsächlich jetzt erstmal nicht für ausgeschlossen, beziehungsweise sehr viel realistischer als Seegraswiesen oder auch das Sargassum, dass vielleicht die Windparks, wenn sie denn in den entsprechenden Tiefen sind, also nicht im ganz Tiefen so, wir glauben, dass das Seepferdchen schon so ein küstennahes Tier, flache Gewässer sind, aber wir haben ja auch sehr nahe im flachen Gewässer stehende Windparks, dass die eher solche Strukturen auch annehmen könnten.
Sehr spannend. Das heißt, ihr müsst als nächstes raus zu den Windparks und dort Forschung betreiben, oder? Das tun wir eh schon. Wie gesagt, es ist halt auch Rückzugsgebiet für anderen Jungfisch, was dann eben auch zentraleres Thema des Thüneninstitutes ist, wie sich das dort entwickelt. Sind denn alle Seepferdchenfunde Seepferdchen der Gattung kaltschnäuziges Seepferdchen oder sind da kurz. Auch kurzschnäuziges Seepferdchen, Hippocampus, ja. Hippocampus? Aber kalte Schnäuzchen hat es auch. Also kaltes, kurzschnäuziges Seepferdchen. Oder gibt es da auch noch unterschiedliche Arten? Nee, es ist das Kurzschnäuzige und das ist tatsächlich jetzt auch kein unbekanntes Tier für die Nordsee. Also wenn, haben wir hier tatsächlich nur das Kurz- und Langschnäuzige. Und bisher haben wir alle als, das war dann eben auch Teil meiner Aufgabe zusätzlich zur Vermessung, die Bestimmung. Und ich habe bisher nur Kurzschnäuzige identifizieren können. Mhm. Seepferdchen sind ja so eben schon sehr besonders. Aufrechte Schwimmer, schlechte Schwimmer. Das aufrechte Männchen, Schwimmer, die schwimmen aufrecht? Ja. Also das ist, ja, ich glaube, da gibt es gar keine anderen Beispiele für. Also die schwimmen tatsächlich aufrecht, sind aber eben trotzdem Fische. Das macht schon mal so eine Besonderheit aus. Unabhängig von der Pferdchenform an sich, ne? Und auch, dass die Männchen die Kinder kriegen oder austragen, das ist ja auch eine Besonderheit. Das wusste ich auch nicht. Erzähl noch mehr von Seepferdchen. Ja. Ja, damit haben wir es schon fast. Ne? Also die Nahrungsaufnahme ist finde ich, auch sehr spannend. Ich meine, das ist ja eigentlich nur so ein Röhrenschnäuzchen, die haben. Ne? Das sind Saugbewegungen, wie sie sich dann aus dem Plankton ernähren. Das macht das Tier eigentlich eben halt auch vom Aussehen und vom Verhalten her besonders. Ja, von allem einfach. Ne? Es ist einfach allem, so wie so ein Fabelwesen, finde ich. Also ja, wie so ein... Ja, Griff in eine andere Welt. Weiß ich auch nicht. Aber irgendwie hat das Seepferdchen verzaubert ja alle. Und du hast wahrscheinlich als Seepferdchenforscher richtig viel zu tun, oder? Seepferdchenforscher, ja. Ich bin ja eben eigentlich kein Seepferdchenforscher, aber so kam ich halt wie die Jungfrau zum Seepferdchen. Mit dem Kollegen, den möchte ich natürlich auch immer noch gerne erwähnen, also der mich damals dann mit auf diese Reise genommen hat. Wir machen das zusammen. Wir sind ja auch ein mittlerweile größeres Konsortium. Also vielleicht mag ich die Geschichte erzählen. Also wir haben die gefunden. Wir haben schlechte Fotos gemacht und dies alles drum und dran. Und dann ging es eben weiter, dass man in der Presse, ein gutes Jahr später, hat man dann wieder Strandfunde gemacht. Und das war damals der Mellum-Rat, das sind so Ranger von Mellum. Die haben dann auch wieder zwei Exemplare gefunden. Und da haben wir dann gesagt, jetzt ist das wirklich sehr auffällig. Und dann habe ich telefonischen Kontakt zu diesem Mellum-Rat hergestellt und habe gebeten, dass ich die Tiere bekommen könnte. Weil wir haben ja uns so damals ausgesetzt. In dem Fall waren das tote Strandfunde. Und ich wollte halt eben nochmal genau diese Bestimmung machen und Vermessungen der Tiere. Insofern war das eigentlich nur so, gib mir mal eure Tiere. Und dann haben die aber gesagt, wir geben eigentlich unsere Tiere immer nach Oldenburg ans Landesmuseum für Natur und Mensch. Das tun die auch mit angespülten Vögeln oder ähnliches, weil die dort dann eben in die Sammlung kommen. Na gut, dann musste ich den nächsten Anruf tätigen und musste dort anrufen. Dafür sind Museen ja eigentlich auch da. Also da bin ich dann auch auf offene Ohren gestoßen, dass ich sozusagen nach Oldenburg, meine alte Heimatstadt, fahren konnte und mir die Tiere im Museum angucken konnte. Und mit der Leiterin des Museums, Frau Ballinaro, haben wir dann relativ schnell gesagt, wir können da eigentlich auch ein bisschen mehr rausmachen, weil Seepferdchen so toll sind. Und dann waren wir schon, sag ich mal, so ein Triumvirat mit Mellum-Rat, Thünen und dem Landesmuseum, haben dann die Nationalparkverwaltung noch mit reingeholt, weil die natürlich auch Interesse hatten und gute Strukturen, dass wir dann so eine Citizen Science, sagt man auf Neudeutsch, ich weiß gar nicht. Ja, Bürgerbeteiligung an der Forschung. Ja, Bürgerwissenschaft, doch, ne? So eine Sache raus. Ja. Weil wir ja nicht tagtäglich irgendwie Nordseeküste hoch und runter an den Stränden gucken konnten. Das war prädestiniert und hat einen großen Erfolg gehabt, dass dann eben halt Strandbesucher, die ja nachweislich diese Tiere gefunden haben, das nochmal als große Kampagne dann machen und eben schöne Fotos machen mit Maßstab, um das dann in den Nationalparkhäusern abzugeben, dann über Umwege sozusagen dann beim Museum landet. Dort landen die Tiere in der Sammlung, so die Idee, die auch funktioniert. Und dort können wir als Wissenschaftler dann nochmal ran und genetische Untersuchungen machen und noch
weiter vermessen. Und ja, später ist der WWF auch noch aufgestiegen. Die hatten auch Interesse an dem Thema. Das war natürlich dann für die mediale Präsenz auch nochmal eine gute Maschinerie. Also das hat wirklich Erfolg gezeigt. Und wir haben unglaublich viel Funde dann und Daten eben bekommen, die wir auswerten konnten. Also schöne Geschichte. Ja, super Geschichte. Und ich meine, die Urlaubszeit beginnt, die Osterferien fangen bald an. Viele Menschen fahren an die Strände der Nordsee zwischen Borkum und Sylt und gehen spazieren. Und sie können doch einfach mal die Augen aufhalten. Und wenn sie dann ein totes Seepferdchen finden, es kann ja auch noch eine raue Nordsee geben in dieser Zeit jetzt. Was sollen sie dann machen? Wie sollen sie ihren Fund dokumentieren? Also ganz wichtig ist erstmal vorweggeschoben, wenn das Tier noch lebt, wieder ins Wasser setzen. Auf jeden Fall, ja. Also das gibt's auch. Die sind nicht alle tot gewesen, sondern teilweise relativ frisch angespült. Dann ist das Allerwichtigste natürlich, dass das Tier wieder ins Wasser kommt. Denn international hochgeschützte Tierart auch, da ist nicht einfach mit heimnehmen und so. Also die müssen wieder ins Wasser. Und die toten Tiere sollen am besten fotografiert werden mit einer Münze, mit irgendeinem Maßstab, den man gerade zur Hand hat. Münze war ganz häufig der Fall, die hat jeder dabei. Foto machen und dann das Tier abgeben. Ja, und den Standort sich genau merken, falls genau. Man nicht das Foto so eingestellt hat, dass man genau sehen kann, wo es entstanden ist wahrscheinlich. Ne? Ja, das hat der Bürger tatsächlich auch noch ein bisschen selber in der Hand, weil wir haben uns einer ganz tollen App oder einer ganz tollen Institution bedient in dieser Kampagne. Das ist der Beach Explorer. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja, beachexplorer.org. Ja, genau. Also das ist von den Schutzstationen Wattenmeer betriebenes Portal und da kann man alle Strandfunde, also alles, was du findest, kann man dort eintragen. Und das ist tatsächlich ein sehr schönes Portal, findet man auch andere tolle Sachen drin. Mhm. Und eben haben wir gesagt, das wird dann auch gleich in eine Karte umgesetzt. Man kann Fotos mit hochladen und eben halt auch den Standort und dann kann man das dort hochladen. Und das hat richtig gut funktioniert. Mittlerweile sind dort 98 Funde dokumentiert. Auch die meisten schön mit Fotos. Und dazu muss man sagen, 87 dieser 98 Funde seit 2020. Also das dokumentiert ja auch, wie besonders das gerade ist. Ne? Das sind ja richtig viele. Ja, wir haben natürlich auch zu dieser Kampagne aufgerufen, aber trotzdem steckt da auch die wissenschaftliche Erkenntnis hinter, dass es ein besonderes Phänomen ist und es gerade viel zu finden ist. Und in welcher Jahreszeit gab es diese Funde? War das tatsächlich eher im Winter? Ja, oder? Also ist nicht ausgeschlossen, dass auch im Sommer, also beziehungsweise es wurde auch im Sommer gefunden, es wurde in allen Quartalen und Monaten gefunden. Aber jetzt 3 Jahre oder 2,5 läuft die Kampagne mehr in den Winterquartalen, in der Sturmsaison wirklich. Das ist gewissermaßen mit unserer Hypothese, geht das überein irgendwie so, also dass die Tiere, wenn sie dann da sind, durch Stürme angetrieben werden, ist dann, wenn sie, mit den Strömungen dann zu uns gekommen sind, das passt schon. Ne? Also das kann man sich auch gut vorstellen. Spannend. Und jeder von euch, die ihr jetzt zuhört, hat die Möglichkeit, wenn er an der Nordsee ist, ganz egal wo an der Nordsee, Ausschau zu halten nach Seepferdchen und das dann, wenn ihr eins findet, zu dokumentieren oder zu melden auf beachexplorer.org. Das wäre ja. Und wenn jetzt noch jemand zuhört, der Seepferdchengeschichten hat, alte, süße oder was auch immer für Seepferdchengeschichten, Hermann, wie kann man dich erreichen? Also in der Kampagne findet man in den Nationalparkhäusern eben auch einen Zettel oder eine Info, wie man damit umzugehen hat, auch vorbereitete Tüten für die Tiere. Dort ist meine E-Mail-Adresse, meine dienstliche, angegeben. Es gibt ja auch die Shownotes zu jeder Podcast-Folge und da kann ich deine E-Mail-Adresse auch sagen. Uns ist viel geholfen, wenn das dann beim Beach Explorer landet. Das kann man einfach so tun. Also ich freue mich über E-Mails und schreibe dann auch gerne zurück. Also man bekommt unwahrscheinlich tolle E-Mails. Ja, unabhängig vom wissenschaftlichen Erfolg der Kampagne hat das doch hier gerade sehr viel gebracht und auch sehr viel Spaß gemacht. Also ich erinnere mich an eine Familie, die ein Seepferdchen gefunden hat und dann beschrieben, wo. Ich dann auch nett zurückgeschrieben, vielen Dank und so. Und dann hat sich der 7-jährige Elias, war das glaube ich, der hat sich dann total gefreut und fühlte sich als kleiner Meeresforscher und läuft glaube ich heute noch den Strand hoch und runter und sucht Seepferdchen. Also so ganz putzige Geschichten, wo man denkt, also unabhängig von dem wissenschaftlichen Erfolg hat sich diese Kampagne schon gelohnt. Hermann, du bist also wie die Jungfrau zum Kind, zum Seepferdchen gekommen. Bist Seepferdchenforscher, aber das ist eigentlich nicht dein Schwerpunkt am Thünen-Institut. Was machst du denn sonst?
Nee, aber schöner Begriff eigentlich. Ne? Meine Kollegen haben mir auch Schilder geschenkt, irgendwie, die kann man kaufen. Da heißt Deichinspektor, das ist ein Seepferdchen drauf. Ich finde Seepferdchen-Forscher besser. Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, aber gut, eigentlich ist das Thüneninstitut eine behördliche Einrichtung vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und wir kümmern uns um Fischerei und Fischereieinwirkungen, all dies drum und dran, Bestandsanalysen. Also, wenn man es einfach erklären möchte, sind es immer diese Quotenberechnungen. Sowas tun wir auch, beziehungsweise die wissenschaftliche Grundlage für diese Quotenberechnungen ermitteln. Da leite ich auch einen Survey, der eine Seereise, die da zu beisteuert. Aber von der Ausbildung her habe ich nicht mal was mit Fischen zu tun. Also witzig, dass ich dann plötzlich der Seepferdchenforscher bin. Also von der Ausbildung her befasse ich mich mit wirbellosen Tieren, die auf dem Meeresboden leben. Der Fachbegriff dazu ist Bentologe. Das würde ich so ein bisschen als meinen Schwerpunkt neben der Durchführung von diesen Seereisen bezeichnen. Okay, und die Seepferdchen nehmen nach wie vor einen kleinen Teil deiner Arbeit ein? Ja, das ist, muss man so sagen, leider vielleicht. Also viel Potenzial da sein Leben mit zu verbringen, aber bezahlt werde ich für was anderes. Super, klasse, sehr schön. Hermann, danke, dass du uns in die Welt der Seepferdchen mitgenommen hast. Dankeschön. Ja, vielleicht machen wir einfach nochmal ein Update, wenn du zu neuen Erkenntnissen gekommen bist. Tschüss, Hermann. Ja, herzlichen Dank, Bärbel. Also, halte deine Augen auf beim nächsten Strandspaziergang. Das war's schon wieder. Danke, dass du hier Woche für Woche mit mir ans Meer gehst. Tschüss und bis zur nächsten Woche. Das war der Nordsee-Podcast, moderiert und produziert von Bärbel Fenig.